Hallo und willkommen zu einem neuen Tipps und Tricks Video. Auf Nachfrage habe ich dieses Video oder mache ich jetzt dieses Video hier, wo ich euch erkläre, wie man eine Stadt anfängt, beziehungsweise wie man eine gut anfangen könnte. Zuallererst nehmen wir erstmal irgendeine Karte. Ich nehme mal die hier. Bla bla bla. So. Viele haben am Anfang Probleme damit. Man muss aber eigentlich nur ein paar wenige Dinge beachten. Und dann läuft es eigentlich gut. Wichtig ist es, am Anfang nicht zu viel zu bauen. Ah, das erkläre ich jetzt. So, wir haben hier eine Karte. Zuallererst bauen wir eine Straße. Entweder eine normale oder eine einspurige, wie man will. Und dann baut man erstmal ein Wohngebiet. Zum Beispiel in der Größe hier. So zum Beispiel. Dann teilt man das direkt ein in Wohngebiet. Dann baut man auf die andere Seite ein Industriegebiet. Am besten, man kann auch daneben machen, das würde aber nicht so gut enden. Dazwischen kann man ein Gewerbegebiet machen. Dann kümmern wir uns um den Strom. Da können wir entweder Kohlekraft oder Windkraft machen. Am Anfang, wenn nicht so viel Geld ausgeben möchte, kann man Windkraft machen. Das wird dann da verbunden und hier. Wenn man länger Ruhe haben möchte vor Stromproblem, kann man auch Kohlekraft nehmen. Dann müssen wir eine Wasserpumpe bauen und die Wasserrohre mit den Gebieten verbinden. Man kann auch einen Wasserturm machen. Das ist die billige Alternative. Obwohl, bestimmt gar nicht. Ich erzähl Quatsch. Und ein Abwasserrohr. Wenn der Bereich, wo man das Wasser herholt, zu klein ist, sollte man am liebsten oder am besten Wasserturm nehmen, da die Wasserpumpen das Dreckwasser ja anziehen. So, wir haben jetzt alles gebaut, was nötig ist und haben immer noch 28.000. Dementsprechend können wir noch ein Gebiet, noch eine Straße ziehen. Ich hoffe, man versteht mich ordentlich, da meine PS4 gerade sehr laut wurde. Wenn die eine kurze Zeit lang keinen Strom haben, ist das nicht so schlimm. Sobald die Symbole aber rot werden, ist es schon drastisch. Da sollte man dringend was machen. Aber für kurze Zeit, wenn etwas im Aufbau ist, ist es nicht so schlimm. Da die sich jetzt aber ein bisschen Zeit lassen, baue ich hier trotzdem noch Strommasten hin. Mit dem Prüfer kann man auf einzelne Gebäude gucken, was sie so brauchen, wie es denen so geht.
Wenn die irgendwelche Probleme haben, kann man hier das auch dann oben sehen. Wir verdienen gerade Minus, das ist aber nicht so schlimm, da die Industrie sich gerade aufbaut und die bringt dann Plus. Man kann eigentlich keine Stadt ohne Industrie aufbauen, wenn man Geld haben möchte. Später im Verlauf des Spiels geht das irgendwann. Mit dem Erreichen neuer Meilensteine schaltet man neue Sachen frei. Und wenn man diese 490 oder was auch immer jetzt war, erreicht, sollte man am besten dann direkt eine Praxis bauen. Eine Schule muss man nicht unbedingt bauen. Wenn man das Geld aber zu dem Zeitpunkt hat, kann man das natürlich machen. Wenn man das Geld aber nicht hat und nur knapp verfügbar da hat, ich hier zum Beispiel nicht, sollte man lieber erst die Praxis machen und später erst die Schule. Mit dem Wachstum braucht die Stadt natürlich auch mehr Strom. Mit mehr Gebäude auf der Karte sinkt die Windaktivität und die Gewinnung von Wind in Strom dann wird geringer mit der Zeit. Meilenstein, neue Dinge, neues Geld. Jetzt ist es sinnvoll, eine Feuerwache zu bauen, um die Brände in der Stadt zu löschen. Ich könnte auch eine Polizei bauen, allerdings, weil wir eine Stromknappheit haben, baue ich lieber mit dem Geld ein Kohlekraftwerk. Zudem schaltet man jetzt auch habe ich jetzt Müll freigeschaltet. Müll ist auch eine sehr wichtige Sache. Hier sieht man zum Beispiel schon einen Haushalt, dem die Müllberge zu viel werden. Das heißt, man muss eine Mülldeponie bauen. Oder, wenn man das Green Cities DLC hat, ein Recycling-Set. Ich baue hier jetzt aber eine Deponie hin. Die Müllfahrzeuge fahren los und holen den Müll ab. Natürlich muss auch alles miteinander verbunden sein. Es gibt einige Leute, die denken, getrennt geht's auch. Oder auch ohne Straßenanbindung, das ist aber nicht möglich. Es muss immer mindestens eine Straßenverbindung bestehen. Mit Wachstum der Stadt wird so eine Kreuzung, wie man die am Anfang am besten macht, nicht lange wirken. Ich habe gerade etwas im Hals, deswegen entschuldige ich mich für das Räuspern und so weiter. Wie gesagt, mit Wachstum der Stadt wird dies hier nicht lange halten. Das wird im völligen Verkehrschaos enden. Deswegen ist es sinnvoll, am Anfang entweder einen Kreisverkehr zu bauen, der schon relativ groß ist, oder halt mit Wachstum der Stadt diese Autobahnanbindung zu erhöhen oder so zu lassen und weitergeführt wird, sodass eine Autobahnauf- und Abfahrt gebaut werden kann und diese Kreuzung weggemacht werden kann.
Neuer Meilenstein, neues Geld, neue Sachen. Nun baue ich, weil ich das Geld jetzt erreicht habe, eine Polizei. Eine Polizei ist auch wichtig in der Stadt, um die Kriminellen zu fassen, sonst sind die Bürger unzufrieden. Mit diesem Meilenstein haben wir jetzt einzigartige Gebäude freigeschaltet. Diese steigern die Zufriedenheit der Bürger, steigert den Bodenrichtwert des Landes, um mehr Geld zu verdienen, und zieht Touristen an. Unter Freizeit kann man Parks bauen, die ebenfalls den Bodenrichtwert steigern und die Zufriedenheit erhöht. Außerdem haben wir Landschaftsbau hier und Freizeitparks, wenn man das Parklife DLC hat. Und ja, das war... Ach ja, hier kann man noch Gebiet einteilen und Richtlinien setzen. Das muss man aber nicht machen, wenn man nicht möchte. Und das war das Video, das Tipps und Tricks Video, wie man eine Stadt anfangen kann. Man muss die nicht so machen. Man kann die auch anders machen. Aber das ist eine Möglichkeit. Ich hoffe, man konnte alles verstehen, nachvollziehen, und diejenigen, die das noch nicht wussten oder noch lernen wollten, konnten was daraus schließen. Und bedanke mich fürs Zuschauen und ciao, bis dann, bis zum nächsten Video.